So, für alle Alaska-Sawmill-Säger wollte ich noch ein kurzes Video machen. Und zwar, wie ich meinen ersten Schnitt mache, beziehungsweise meinen zweiten Schnitt, in dem Fall jetzt. Also auch der erste wird so gemacht. Ich mache da jetzt nur einen zweiten Schnitt, weil, wie man sieht, ist der Baum, wird der erst da, hat da so eine Kerbe. Jetzt muss ich ihm nochmal 5 cm runternehmen. Und das mache ich nochmal mit der Leiter. Weil ich eben so viel gesehen habe, wie die Leitern befestigen, wie kompliziert. Ich habe das ganz einfach gemacht. Nämlich einmal hier, ich hoffe man sieht es gut, ganz ein normales Brett, natürlich schön gerade. Das habe ich da am Stamm mit 280er Schrauben festgeschraubt. Und die Leiter an der ersten Sprosse mit 2 Kabelbinder festgemacht. Halt bombenfest. Macht keinen Nackler. Genau in der Waage ausgerichtet. Man sieht es eh. Die Säge liegt da super auf. Leitet hervorragend. Und das geht super zum Zirchen. Man sieht es da. Den habe ich schon geschnitten. Einmalig. Mit dem gleichen System. Einmal durch. Totaler sauberer Schnitt. Man sieht es. Schön glatt. Keine Wellen. Wenn man da reinschaut, sieht man es. Also tadellos. Und jeder Alaska-Segler weiß ja, das Wichtigste ist der erste Schnitt. Da sieht man es vielleicht noch mal besser. Da ist das Bredel festgemacht mit 280er Schrauben. Die Höhe vom Ding kann ich natürlich einstellen. Ich habe jetzt meine Säge einen Abstand von 22 cm. Darum fahre ich da relativ hoch. Und da wieder genau das gleiche. Brett festgeschraubt. Mit Kabelbinder festgemacht. Das wackelt ein bisschen, aber wichtig ist hoch und runter kann es nicht. Und die Leiter, dann handelsübliche Aluleiter, die ist super stabil, macht einen super schönen Schnitt. Achso, und jetzt werden sich noch einige fragen, wieso habe ich da ein Gegengewicht drauf? Das ist mir nämlich auch aufgefallen bei den Alaska-Seglern. Alle hängen an der Säge. Ich mache das mittlerweile anders, weil ich habe die Schnauze voll vom Sägemehl und Abgas fressen. Ich hänge da an den beiden Schrauben, hänge da. Ich habe leider keinen Kameramann, jetzt muss ich alles so mit einer Hand machen. Hänge da. Das mit. Das ist ein ganz normaler Elektrokabel, handelsüblich. Geht mit einem dickeren Seil auch. Ich habe vorher ein dünneres Seil gehabt, das war gleich durchgescheuert. Und dann gehe ich da her mit den beiden Griffen. Bin ungefähr 2 Meter weg von der Säge, außerhalb von Rauch und Gestank, und ziehe die Säge mit den Seilen einfach durch. Geht total super. Wiederum Trick 17 mit Selbstüberlistung. Kabelbinder einmal drüber, einmal auf Vollgas. Den muss man da ein bisschen mit Gefühl einstellen. Und zack, ist das Ding auf Vollgas. Und dann kann ich losmarschieren. Und bin aus der Abgas- und Staubwolke heraus. Und die 572 XB ist natürlich für sowas das absolute
Mörder-Höllengerät, da fährst du durch das Ding. Das ist unglaublich. Ich komme leider beim Schneiden eben nicht filmen. Ich habe keinen Kameramann. Aber ich hoffe, der eine oder andere kann hier eine gute Idee mitnehmen. Und ich wünsche viel Spaß beim Alaska-Segen. Schönes Wochenende.